Man hat Unterrichtsstunden, wo man in der Gruppe zusammen diskutiert, bespricht. Man hat genug Selbststudium. Mich interessiert vor allem Anatomie oder auch Psyche. Mir kommt jetzt gerade die breite Palette an Möglichkeiten in Sinn. Menschen sind in jedem Lebensalter auf die Pflege angewiesen. Vom Frühgeborenen, vom zu Frühgeborenen bis zum Betagten, bis zum sterbenden Mensch. Die Pflege ist eine Arbeit, die Sinn macht, die gleichzeitig herausfordernd ist. Kein Tag ist gleich wie der andere. Man erntet auch viel Dankbarkeit, wenn man am Abend müde ist oder am Morgen. Und auch wenn es eigentlich eben viel Kopflastung hat, kann man in den Skills-Trainings oder jetzt zum Beispiel im Clinical Assessment alles anwenden, üben. Also man kann vorweg Sachen lernen, anwenden, festigen. Und es wird wirklich nicht. Also man kommt nicht in einen langweiligen Trott hinein. Was mir am Pflegeberuf sehr gefällt, das ist, dass man in so vielen verschiedenen Bereichen arbeiten kann. Also ich habe mit allen Lebensaltern gearbeitet, mit Kindern und mit älteren Menschen, in verschiedenen Bereichen, im Spital, wo es ganz hektisch ist und es viel Technik gibt. Aber habe die Leute auch zu Hause besucht, in der Spitex, in ihrem Lebensumfeld. Und das ist höchst spannend, die vielen verschiedenen Bereiche. Ich bin Ramona Müller, bin 21, komme von Winigen, ich studiere an der Berner Fachhochschule Pflege. Ich arbeite momentan auf der Neonatologie B3 im Inselspital, hier in Bern. Es gefällt mir sehr gut, eben der Umgang mit den Kindern, mit den Eltern. Und es ist eine sehr schöne Erfahrung, hier im Praktikum zu sein. Ich habe ja vor allem mit den Kindern, Patienten an sich zu tun, die verschiedenen Therapien, Diagnostik, aber auch mit den Eltern. Wir die Eltern anleiten, mit unseren unterstützen wir für ein Elterngespräch. Wir arbeiten auch interdisziplinär mit Psychologen, Physiotherapeuten, mit den Ärzten. Am Anfang war ich sicher gerade so ein bisschen baff und dachte, ja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber mit der Zeit wächst man mit der Verantwortung und man nimmt sie an. Ich arbeite immer mit einer Tagesbezugsperson zusammen, die auch verantwortlich für mich ist. Mit der Zeit arbeitet man aber sehr selbstständige Versorgung. Du mit den Eltern selber kommunizieren, die Physiotherapeuten und mit den Ärzten selber schauen. Aber es ist echt immer jemand da, der mich auch betreut, wenn ich Fragen habe. Und kommt auch das Kind anschauen. Wenn etwas nicht in Ordnung wäre, steht immer jemand da und kann mir helfen. Praktische Erfahrung ist natürlich sehr wichtig. Gerade als Fachhochschule legen wir sehr viel Wert auf Praxis. Und es ist einmal in der Zeit, sieht man das. Im Stundenplan gibt es sehr viele Blöcke, die in der Praxis absolviert werden. Und während der Präsenzzeiten hier an der Fachhochschule wird auch sehr viel praktisch geübt. Das kann im Unterricht selber sein, zum Beispiel auch in Form eines Skills-Training, wo man ganz intensiv gewisse Fertigkeiten schult und übt. Und dann geht man noch in die Praxis, ans Patientenbett und wird dort von Berufsausbildern begleitet. Es ist schon von Anfang an mit dem Patienten zusammen. Also ist eigentlich Learning by Doing. Sie werden sicher von mir eingeführt, unterstützt. Sie können ja zuerst zuschauen. Oder wenn sie etwas ausprobieren wollen, dass ich sicher am Anfang noch zuschauen und sie jederzeit unterstützen. Aber viele Sachen lernen sie schon dort zu machen. Sie erstellen eine Schichtplanung und dann Patienten pflegen, also Grundpflege. Sie machen diagnostische und therapeutische Massnahmen. So auch kapilläre Blutentnahme oder Magensonden legen, die Shoppen verabreichen, sondieren. Sicher Visiten ist auch ein Teil oder einfach allgemein das Arbeiten im interdisziplinären Team. Und natürlich bei uns auf der NEO auch ein grosser Teil ist die Arbeit mit den Eltern. Interprofessionalität wird immer wichtiger. Die Patientensituationen sind komplexer. Die Hospitalisationsdauer ist kürzer, Behandlungspfade verändern sich. Es sind sehr viele verschiedene Berufe, die hier Einfluss nehmen. Aus diesem Grund bieten wir interprofessionelle Module bereits während der Ausbildung an. Zwischen unseren 4 Gesundheitsberufen, die wir im Fachbereich haben, wir haben aber auch Projekte mit der medizinischen Fakultät, weil die Ärzteschaft eine wichtige Partnerin ist im späteren Berufsleben. Sie müssen die anderen Berufsbilder kennen, die anderen Berufsprofile. Sie müssen wissen, was machen die und wo sie die Schnittstellen, was ist meine Rolle, was ist die Rolle des anderen Berufspartners. Sie müssen eine Fachsprache lernen und sie müssen sich in Augenhöhe unterhalten können. Es ist also ein ganz großer Rucksack, den man mitbekommt. Und ein Teil ist Fachwissen,
dass ich Hintergrundwissen habe, zum wie funktioniert der Körper, was kann da schieflaufen, was mache ich, wenn etwas schiefläuft. Auch ganz viel methodisches Wissen. Wo kriege ich Informationen her? Wie bewerte ich die Qualität von Informationen? Woher weiß ich, was wirkt, was nicht wirkt? Kommunikation ist ein ganz wichtiger Teil. Interdisziplinäre Zusammenarbeit, das ist ja auch alles methodisches Vorgehen. Und auch Selbstreflexion, wer bin ich, was mache ich in dieser Situation? Also vom Wissen über methodisches Handeln zum Selbstreflektieren. Auch Dozenten schauen sehr gut zu uns. Wir können immer zu ihnen gehen, wenn wir Fragen haben. Wir haben ja jede Person in der Fachhochschule einen Mentor oder Mentorin, wo man immer suchen kann, wenn man Fragen hat, wenn man Probleme hat. Und ich fühle mich sehr gut aufgehoben hier in der Fachhochschule. Die Herausforderungen an eine gute Pflege haben sich in den letzten Jahren sehr gesteigert. Früher konnte man die Patienten kurz begleiten, bis sie wieder gesund waren und nach Hause gegangen sind. Und jetzt hat man viele Patienten, die sind chronisch krank. Da muss man die Patienten über lange Zeit begleiten, gucken, wie sie trotz und mit der Erkrankung zu Hause den Alltag bewältigen, die Angehörigen mit einbeziehen. Es gibt sehr viele neue Behandlungsmöglichkeiten. Welche wirkt jetzt? Welche wirkt vielleicht gerade bei meinem Patienten? Und was will mein Patient überhaupt? Der will vielleicht gar nicht das, was ich will. Und das ist sehr komplex geworden. Da braucht es Leute, die das durchschauen können, analysieren können und zusammen mit dem Patienten einen Weg finden. Unsere Absolventinnen und Absolventen haben ein breites und ein fundiertes pflegerisches Fachwissen. Sie haben kommunikative und soziale Kompetenzen. Sie können einem Patienten erklären, was sie machen, warum sie es machen, warum eine Therapie sinnvoll ist oder vielleicht auch nicht. Sie helfen auch, einem Patienten die Entscheidung zu treffen. Und sie sind in der Lage, theoretisches Wissen mit praktischen Fertigkeiten zu verknüpfen. Wir wünschen uns, dass durch die Bachelorstudierenden eben auch die Wissenschaft mehr in die Praxis getragen wird und dass es einmal eben die Anwendung von Wissenschaft, dass ich die neuesten Forschungsergebnisse in meine Praxis bringe und gucke, oh, das wäre relevant für meine Patientengruppe, das ist eine tolle Maßnahme, die will ich jetzt mal durchführen. Aber auch zu erkennen, wo habe ich ein Problem in der Pflege meiner Patienten, das in eine Frage fassen, die man beforschen kann, das weiterzugeben, dass man dort Forschung treibt und sich dann wieder eine Antwort geben lässt. Was jetzt gerade für die Jungen, die sich für uns entscheiden, spannend ist, sind die Laufbahnmöglichkeiten, die Karrieremöglichkeiten, die sich ihnen eröffnen, seit man Pflege eben kann studieren auf Bachelor- und auf Masterniveau. Unsere Programme sind anerkannt, national und international. Es gibt auch immer wieder solche, die ins Ausland arbeiten, sei das mit einer Hilfsorganisation. Aber auch bei uns in der Schweiz finden alle eine attraktive Stelle und sie begehrte Berufsleute. Ja, sie haben sich eben so vorgestellt, wie es jetzt ist. Wir haben wirklich viel Theorie, aber dann auch Praxis und somit auch die Abwechslung. Und das macht es sicher sehr attraktiv. Und die Motivation auch im Studium selber ist halt sicher, dass man sich Wissen kann aneignen, dass man immer mehr lernt über den menschlichen Körper, über all die Funktionen und halt auch die verschiedenen Skills, die man sich aneignen kann. Also ich bin echt sehr zufrieden, weil ich gemerkt habe, so im Praktikum ist echt genau das, was ich immer wollte. Und darum bin ich wirklich sehr glücklich mit meiner Wahl.